Ich lernte die Familie Frank, Otto und Edith und ihre Töchter Macho und Anne in Westerbork kennen, dem Auffanglager in den Niederlanden. Vor allem mit Edith Frank hatte ich guten Kontakt. Sie war ein liebenswerter, intelligenter, warmfühlender Mensch. Meine Schwester und ich waren oft mit ihr zusammen. Wir müssten Batterien spalten und die Kerne herausholen. Am 3. September 1944 gingen wir auf Transport. Es war der letzte Transport aus den Niederlanden. Paris war schon befreit. Die Alliierten hatten Limburg erreicht. Es wurde gemunkelt, dass wir nach Auschwitz gehen sollten. Wir glaubten es nicht. Aber wir kamen nach Auschwitz. Über 1000 Menschen, 3 Tage und 3 Nächte in Viehwagen gepfercht. Anfang November gingen wir wieder auf Transport. Wieder in Viehwagen gesperrt, fuhren wir durch Deutschland. Als wir nach einigen Tagen und Nächten herausgelassen wurden, waren wir außerhalb von Celle. Während des Transportes waren viele gestorben. Wir mussten uns in 5er Reihe aufstellen und liefen nach Bergen-Belsen. Eine Menge Menschen haben uns gesehen. Fußgänger, auf dem Fahrrad und auf Pferdewagen. Alle haben uns ausgemergelte Gestalten gesehen. Aber nach dem Krieg hat keiner was gewusst. In Bergen-Belsen atmeten wir auf. Da war Heide, Grün, Bäume, kein Gestank von verbranntem Menschenfleisch. Da war kein elektrisch geladener Zaun, keine Gaskammer. Als wir uns auf einer kleinen Anhöhe waschen wollten, kamen uns 2 magere, kahlgeschorene Gestalten entgegen. Wir lagen uns in den Armen und weinten. Es waren Macho und Anne. Wir fragten nach ihrer Mutter. Anne sagte nur, selektiert. Manchmal gab es tagelang nichts zu essen oder zu trinken. Dann kam mal wieder etwas. Und jeder musste sehen, wo er etwas herkriegte. Es war Dezember geworden. Eines Tages bekamen wir ein extra Stückchen harzer Käse, ein bisschen Margarine und ein extra Stückchen Brot. Es war Weihnachten. Wir waren 3 holländische Schwesternpaaren zusammen und wollten St. Niklaus, Chanukka und Weihnachten auf unsere Weise feiern. Meine Schwester hatte Kartoffelschalen organisiert. Anna hat ein Stückchen Knoblauch aufgegabelt. Ich hatte vor Blockältesten gesungen und dafür eine Handvoll Sauerkraut bekommen. Einer hatte eine Mohrrübe, eine rote Rübe. Wir hatten unser bisschen Brot vom Munde gespart. Jede von uns hatte für die andere mit diesem Brot eine kleine Überraschung vorbereitet. Die Kartoffelschalen rösteten wir an einem kleinen Ofen. So feierten wir. Wir haben gesungen, auch fröhliche Lieder. Wir haben uns Geschichten erzählt und uns ausgemalt, was wir alles tun würden, wenn wir wieder nach Hause zurückkommen. Wir kamen in einem anderen Block. Aber wir schauten oft nach Anne, Macho und die andere holländische Mädchen. Im Januar und Februar war es bitterkalt. Es lag hoher Schnee. Es gab immer weniger zu essen. Es herrschte ein völliges Durcheinander. Hunger und Flecktyphus breitete sich aus. Und wir hatten fast keine Kleidung. Jemand erzählt uns, es muss im März gewesen sein, dass Anne und Macho ins Revier gegangen waren. In die Krankenbaracke. Dort konnte sie zu zweit auf eine Pritsche liegen. Macho hatte hohes Fieber und war von der Pritsche gefallen. Als wir nach einigen Tagen wiederkamen, war die Pritsche leer. Wir wussten, was das bedeutete. Wir haben sie gesucht und gefunden. Wir legten sie in eine Decke, trugen sie zur großen Grube und warfen sie dort hinein. So konnten sie nicht geschändet werden. Das war alles, was wir noch für sie tun konnten. Wir fieberten alle. Am 16. April wurde Bergen-Belsen von den Engländern befreit. Ich weiß nichts mehr davon, war bewusstlos und wog 28 Kilo.